Willkommen zurück, auch auf YouTube. Herzlich willkommen. Okay, wir haben einen neuen Spielstein gefunden. Ich will mich noch umsehen. Darf ich das noch? Alter, diese Teddys. Kann es sein, dass wir jetzt jeden Raum nochmal finden, auch das mit dem Klavier, und dass wir dort überall einen Stein finden? Crazy. Round something all around. Something all around. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, bin ich ganz ehrlich. All around, something all around. Ich glaube, wir müssen noch einen Spielstein finden, aber ich finde da keinen irgendwie. Oder bin ich blind? Ah, hier. Oder? Nee. Something old around. Oder ist hier einer jetzt dabei? Ich glaube, wir müssen wieder so einen Spielstein finden. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Kann ich das anhalten? Something all around. Als er also betrunken ist, something all around. Ach, guck mal an. Huah. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier gerade? Was geht denn hier gerade ab? Da liegt die Maus auf dem Teller. Was steht da? Was kannst du gewinnen? Einen Preis ausschreiben? Eine Krone mit einem Bär, okay. Da war doch gerade keine Treppe, oder? Ich gehe erstmal hier lang. Ändert sich hier auch nochmal irgendwie was? Ich, okay. Ich weiß, wie gesagt, gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total fasziniert. Ach, guck mal, das Badezimmer. Ach, guck mal einen an. Something all around. Da sind die Äpfel im Klo.
Ach, guck mal, da ist wieder ein Spielstein am Liegen. Na, geht zu. Nur vorsichtshalber mal gucken, nicht, dass wir eine Notiz irgendwie vergessen. Das ist auch gruselig, das Bild. Verdammt. Warte mal, ich gehe erstmal nach oben. Ah, hier, guck mal, hier ist auch noch ein Schrank. Aha, Medizin. Mhm. Ja, so kann ich auch malen im Übrigen. Ich bin da künstlerisch sehr begabt. Wo geht's eigentlich hin? Wenn ich. Ach, guck mal an. Ich bin verwirrt. Ich, soll das ein Baum sein? Something all around, something all around. Nicht mehr weiterspielen. Ich hab. Woher soll ich jetzt den Code wissen? Ich bin mega verwirrt gerade. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich. Ja, ach, guck mal an die Küche. Hä? Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was ich tun soll. Und ich kann den Stein nicht wegnehmen, ohne. Gruselig. Ist, Ah, ein Gewicht haben wir jetzt bekommen. Ich glaube, wir können das tauschen. Kann das sein? Ah. Jetzt haben wir den Stein. Können wir jetzt wieder. Was? Was? Ich war ich nicht. Hab ich nicht getan. Ich, Was soll ich denn? Alter, wie das so. Wie das ruckelt. Lisa?
Ruckel, 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 ruckel. Okay, steht diesmal nichts über der Tür, aber ich höre sie immer noch weinen. Oh mein Gott. Ich habe dich gehasst, aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar, trotz alledem könnte ich dich noch lieben. Weißt du, ich begreife endlich, ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, alleine. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe schließlich begriffen, selbst mit uns bist du immer allein gewesen. Ich erkenne es nun als Quintessenz teilen. Was? Nee, Quintessenzen. Quint? Essent. Doch, Quintessenz Teil deines Wesens. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg. Ein Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrst. Hast. Begehrt hast? Beende es, auch wenn es nur um dich selbst geht. Dass du jemals wirklich begehrt hast? Bist du selbst vielleicht? Kann das sein? Oder ist er selber das? Das ist also die... Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Sie weint immer noch. Alter, 49 Zuschauer, sehe ich das? Sie war so hübsch. Sie war wirklich so hübsch. Oh Gott. Wie oft er es schon versucht hat. Okay, jetzt sind wir wieder zurück anscheinend. Also hat er es schon sehr häufig versucht, es rückgängig zu machen, aber irgendwie gelingt es ihm anscheinend nicht. Kann ich jetzt... Okay, anscheinend sind die... Okay. Anscheinend sind die Schubladen alle leer und es fängt auch die Melodie vom Main-Menü an. Ich glaube, wir haben's... Flexi, 202, habe ich was verpasst? Ja, sicher. Ach so, sieht das momentan aus bei ihm zu Hause. Folge 202, natürlich, Popokop. Willkommen zu Let's Play Live Show und zum Live-LP. Wie gesagt, ich werde nicht so auf die Kommentare eingehen, nicht übel, nicht böse nehmen. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass sich... unterstützender hätte sein sollen, fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige Dinge, die du mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ein großartiger Künstler sein könnte, aber auch diesen Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst.
Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Okay, schau nochmal. Da liegt ein Schlüssel, den nehme ich mit. Huch, hallo? Und ich höre sie immer noch weinen. Das ist so fies. Skizzenbuch der Verdammten. Da habe ich gerade eine Trophäe erhalten. Ah, sind das die Entwickler? Kann das sein? Ah, das ist ja cool gemacht. Das sind die Entwickler. Wie geil. Creative Art Director. Das ist ja cool. Ah, das ist ja echt nett gemacht. Aha. Projektmanager Simon Edmantix. Aha. Das ist ja geil gemacht mit diesen Skizzen, so als das ist ja cool. Aber wie viele doch daran mitgewirkt haben, ist ja schon der Hammer. Für so ein kleines Indie-Horror-Game. Was heißt klein? Gut, es sind schon 6 Stunden, ne? Also muss man schon sagen. Hut ab, Respekt. Ich blätter jetzt einfach mal so grob fahrlässig einfach mal durch. Grob fahrlässig vor allen Dingen. Alter, was für ein Psychoblick der hat, ne, mit der Puppe. Da ist bestimmt die Stimme von der Frau hier, mit dem Weinen. Die hier unten. Könnte ich auch Synchronsprecher werden übrigens. Im nächsten Horrorspiel. Falls mich mal jemand einlädt. Okay. Aber das ist echt nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt nett gemacht. Mhm. Schade, dass man das nicht lesen kann auf Deutsch. Aber das ist echt nett gemacht, muss ich sagen. Also es ist schon... Die Idee ist cool. Okay, gehen wir erstmal hier oben lang. Na. Okay, alles runtergekommen. So sieht das also aus bei ihm momentan. Alter, und er durchlebt wieder und wieder diesen Traum und versucht sie zu retten. Boah, das ist fies. Wenn ich mir das so deuten darf jetzt momentan. Oh, guck mal, ein Spielstein, oder? Anscheinend. Okay, die Tür ist zu. Ich glaube, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Ich glaube, ich kann es mir denken. Oh mein Gott, ist das fies. Oh Gott. Nicht mehr so schön wie am Anfang, muss ich sagen. Aber dass ich sie immer noch weinen höre, ist es so gemein. Okay, Licht geht eh nicht. Ich schaue mich trotzdem immer noch so ein bisschen um. Also nicht wundern. Ich habe, wie wir vorhin bei der Badewanne mit dem Wasser waren, habe ich so gedacht, ach, weißt du was, jetzt ist zu Ende. Der wird sich jetzt wahrscheinlich das Leben nehmen, indem er sich selber ertränkt. Aber dem war nicht so. Ich habe echt gedacht, der ertränkt sich jetzt und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann kommen nochmal seine Erinnerungen hoch und alles und dann ist Ende. Aber dem war anscheinend nicht so gewesen. Okay, die Schränke sind... Ich glaube, ich brauche in die Schränke, glaube ich, gar nicht mehr großartig reingucken. Aber ich gucke trotzdem noch mal mich ein bisschen um. Okay. Duftbäume. Interessant. Mit dem, dass sie immer noch weint, macht mir noch ein bisschen Sorgen. Muss ich sagen. Ist mir auch gerade ein bisschen zu ruhig. Ich glaube zwar, wir haben es hinter uns, aber ich bin mir da... Naja, bei dem Spiel kann man sich nicht so sicher sein, mit dem ganzen Umdrehen und alles. Huch, hallo. Okay, die Schränke sind alle leer. Ich glaube, da brauche ich nicht reingucken. Keller. Ich gehe nochmal eben schnell in den Keller. Mich würde mal brennend was interessieren, wie der Keller aussieht jetzt. Okay. Läuft hier wieder die Maus rum? Ratatouille, bist du hier? Okay, anscheinend.
kommen wir auch gar nicht weiter. Und dass der Schlüssel dafür war, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Können wir denn vorne rausgehen? Ist das möglich? Schau mal eben, warte. Ach, guck mal an. Da hatte doch jemand im Chat... Huch, da hatte doch jemand im Chat tatsächlich recht gehabt. Es ist die Eingangstür, die verbarrikadiert worden ist. Und ich glaube, wir haben das alles in seinen Träumen erlebt, was er die ganze Zeit immer so wahrnimmt. Das heißt quasi, das ist jetzt die Realität. Er hat verbarrikadiert. Er hat alles verbarrikadiert, weil er alles verloren hat. Seine Frau, sein Kind. Und will nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben und versucht sie immer und immer wieder in demselben Traum zu retten. Und diesen Traum, diese surreale Welt, die wir erlebt haben in diesem Spiel, haben wir quasi miterlebt, was er sieht und um sie oder versucht, um sie halt immer wieder zu retten. Und so sieht das halt in der Realität bei ihm aus. Alter, das ist so... Boah, also so vermute ich mal, dass es so ist. Na, hallo? Ich kriege die Tür gar nicht offen. Hä? Ah, jetzt? Und er fängt wahrscheinlich jetzt wieder von neu an zu malen und versucht es wieder, sie zu retten. Kann ich mir vorstellen. Na? Dass er sich immer wieder alles einredet. Ich kann sie noch retten. Ich kann es noch schaffen, obwohl sie schon lange fort ist und genau wie seine Tochter. So wie ich es mir jetzt gedacht habe. Und jetzt fängt das nämlich... Ja. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Die einzigen... Was? Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Und ich glaube, es fängt wieder von vorne an. Ja. Das war Layers of Fear. Und ich muss sagen, alter Schwede. Genauso wie ich es jetzt, glaube ich, gedeutet habe, so war es auch. Er durchlebt immer und immer wieder diesen Traum. Dieses, ich kann meine Frau noch retten, ich kann mein Kind noch retten. Und malt und malt und malt. Und man hat das Zimmer mit den vielen Bildern gesehen. Immer wieder dieselben Bilder und er schafft es einfach nicht. Und er kommt aus dieser endlosen Schleife, wir haben ja auf dem Sofa gelesen, immer wieder im Kreis drehen oder immer wieder im Kreis gehen. Es ist... so wie es ist. Er bewegt sich immer im Kreis und kommt aus dieser Spirale einfach nicht raus. Er kommt aus dieser hoffnungslosen Spirale nicht raus, wo er denkt, dass er sie noch retten kann und alles. Und ja, das haben wir gerade quasi erlebt. Eine Spirale, die er ja so führt momentan. Hat Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Ja, vielen lieben Dank, Bad Banko. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt's diesen Stream. Hey, wie geht's? Was? Fragezeichen? Was? Hörst du mich? Was? Hä? Wer hat denn da was geschrieben, hä? Alter. Ruckelrugi. Ich schaue jetzt gerade mal im Stream rein. Ja, mein Gott. Krass. Da hat mir jemand zugeflüstert. Ich finde es lustig, dass es so Leute gibt, die Fake-Accounts erstellen. Finde ich total ulkig.
die dann meinen, hey, ich bin hier, siehst du mich nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Es hat an den richtigen Stellen sehr, 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 sehr gruselige Stimmung eingefangen und auch sehr, sehr, ja, die Jumpscares waren an der richtigen Stelle, sagen wir mal so. Es war ein Spiel, wo ich sagen muss, ja, das ist so ein To-Do-Dingen, wo ich froh bin, dass ich es gespielt habe. Es gibt auch so Horrorspiele, denke ich mal, wo man sagt, oh, naja, mein Gott, das Spiel ist einmal durch und ja, ist okay. Aber das Spiel ist schon Don't Look Back. Ja, und das war Layers of Fear für dich auf YouTube. War es das jetzt erstmal und ja, bis zum nächsten Mal hier ja, auf meinem Channel. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.